Seit langen, langen ist mal wieder soweit. Eine Besetzung zum Hochzeit zum Band. Ich habe in Instagram schon Anfrage gemacht, ob ich gegenstand und andere weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist lange her. Mein Gehirn ist ja chaotisch. So, nicht lang schlafen. Legen wir los. Grüezi, mein Name ist Alexis Fly und willkommen in der nächsten Folge von ja, ihr wisst schon was. Hochdeutsch zu Banddeutsch übersetzt. Ich habe hier wieder 10 ausgespielt, das sind die ersten 5 und die anderen 5 habe ich schon vorbereitet, aber versteckt. Und jetzt, ich habe hier extra auf Hochdeutsch geschrieben. Wir schauen jetzt zusammen, wie man in Berndeutsch heißt. Das erste Wort heißt Bleistift. Wenn du keinen Bleistift hast und dein Sitzpartner hat ein Paar und in Berndeutsch heißt so. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Bluffy. Und wenn man das noch schön macht, wenn ich richtig, wenn es so richtig erkennt, machen wir das noch schön in weiß. Nicht in weiß, sondern in schwarz. Wenn man es richtig wie. Besser gesagt, im Leuchten. So haben wir nichts. Also. Das heißt. Ah ja, gewonnen hat ja. Und der, was ich zuletzt gesehen habe, ist Gegenstand. Also, ich habe ein paar von mir aus rausgespickt, weil es. Und da ist dabei rausgekommen. Also Bleistift. Bluffy. Wenn man es im Satz. Kann man. Kannst du mir bitte es Bluffy geben? Oder man kann auch. Nein, kann man nicht. Erstes Schild abgehackt. Jetzt kommen wir mit zur zweiten. Kugelscheibe. Jetzt habe ich noch sogar noch falsch geschrieben. Na toll. Kugler. Okay. Also, ich habe es nochmal nachgeschaut. Ist mal richtig, sag mal, ausspricht oder schreibt. Und ich habe es natürlich falsch geschrieben. Kugler. Aber man kann auch meine Variante nehmen. Gut, 2 abgehakt. Jetzt kommen wir zu Notizzettel. Notizzettel kann man, es ist ja klein und wenn man im Bandage klein ist, meistens mit LI, also Notizzettel oder Zetteli, oder man kann auch ein Notiz noch da vorne anhängen, das heißt nachher Notizzetteli. Gut, jetzt kommen wir ein, sagen wir so, ein Spezialfall, das nennt sich Buch. Ein Offroad, ein Buch. Das ist jetzt zwar ein verzauberter Buch, aber wir reden hier nur noch mit Buch. Es gibt verschiedene Größen von Büchern, zum Beispiel normales A4-Buch oder eine kleine
Buch. Und das nennt man, es ist wirklich speziell, weil Buch ist einfach Buch im Berndeutsch. Buch, Buch, ist gleich. Aber dafür ein kleines Buch. Das nennt sich Büchli. Ja, schon noch mysteriös. Einfach. Wenn es klein ist, ist es wieder Nacht. Hey. Ja, ich habe hier genug Licht. Aber eben, wie gesagt, Buch sowie Hochdeutsch, Berndeutsch gleich geschrieben. Dafür kleine Buch wird nachher zu Büchli. So. Das abgehakt und weiter geht's zu Brille. Jeder, oder besser gesagt, fast jeder hat auf die Nase eine Brille. Oder ein Velogestell. Aber der Witz ist so flach wie dieser Minecraft-Skin. Brille, sagt man in Berndeutsch. Weil dann ist es so, Brille, sagt man Brille. Oder Brühe. Brühe. Aber ich, die meisten sagen eher, dass sie Brühe. Oder man kann auch, das ist jetzt aber kein Witz, aber es dort lustig, ein Nasenvelo. Zum Beispiel, ich habe eine Nasenvelo. Kein Witz, ich habe wirklich eine Nasenvelo. Gut, das ist auch abgehakt. Ich räume hier schnell auf und klatsche ignor die letzte 5 hier hin. Gut, nächste 5 Wörter, dann sind wir heute für heute wieder Schluss. So, das 6. Wort heißt Taschentuch. Und in Berndeutsch, schönes Wort, heißt so wie, also das ist jetzt meine Variante, das ist ein Nastuch, also ich sage meistens Nastuch, und aber gewisse Orte, ja, habe ich nachgeschaut, wie noch mehr heißt, oder wo ich richtig geschrieben habe. Bogenalbum. Bogenalbum. Wer kommt auf den Wort bei Taschentuch Bogenalbum machen? Ja, na gut. Ja, Bogenalbum. Sorry, die Bogenalbum. Bogenalbum. Mein Fehler. Das sind viele Daumen. Tschüss. Und weiter geht's zum Kerzen. Ich schwöre, wenn das jetzt wieder ein anderes Wort hat. Ja, hab's wieder. Ich mache so, ich schaue das Wort, wo ich richtig oder gibt es noch Differenzen, so wie hier. Das ist wieder meine. Und hier hat es irgendwie keine gehabt für Kerze, also Kerze, Kerze. Einfach das typische Ä. Das typische Ä. Kerze. Ja. Einfach mit CH. Und hier haben wir, wenn ich es finde, Kerzen. 4 Stück. Weiter mit weiter mit nächster Schild und nächster Wort, je nachdem. Ist er Nummer 8? Okay. Karten. Teta Katrin. Hier so Karten. Das heißt, es ist nicht bei allem so, aber meistens mit CH oder R.
dann und dann töne fast gleich. Nochmal fast. Anfang ist gleich und dann am Ende wieder nicht. Es muss ja im Satz, also besser gesagt das Wort, richtig bedeuten. Hier habe ich extra zwei draufgeschrieben. Das sollte ich zwar auch, aber es ist ja klar, wenn ich hier einmal das erkläre. Wenn ich. Es kommt ja meistens. Ich sag's immer wieder. Meistens. Wenn man vom gemeinten oder besser gesagt Ort zu Ort anders ist, so wie Gemeinde zu Gemeinde. Oder Kanton ist wieder unentschiedlich. So wie Wetter. Mamma mia. Ich habe jetzt Lust auf eine Pizza. Okay, weiter. Nicht angeschlafen. Also Karte wird mit. Aber wie gesagt, Anfang CHE und nachher wird einfach RTE, so wie hier unten RTE reingesetzt. Oder je nachdem wird zum E nach R. Ja. Next. Namensschild. Kann ich so viel verraten. Die erste 7 ist es gleich geschrieben. Bis auf die 2. Warte, ich mache das noch schöner, dass es sichtbar ist. Mit I und Ü. Schild. Namensschild. Ja, Name, Schild. Schild mit so Schild. Mit drei Tupfer. Mit drei. 1, 2, 3 Tupfer. Jetzt kommt's. Bild. Je nachdem wird's auch. Das ist jetzt. Ja. Es ist gleich viel Buchstaben drin, Bild und Bild. Töne! Es tönt. Ganz, ganz klein. Etwas anderes. Aber mir gehört es, was das bedeutet. Und ja. Auf jeden Fall. War das wieder von mir. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was soll ich noch auf Berndeutsch übersetzen, dann schreibt mir in die Kommentare. Unterdessen suche ich weiter noch ein paar Wörter. Ich klicke mal weiter. Bei Alexis Fly. Tschö. Mit.